Ja, und dann fragen wir noch mal nach bei Johann Saartroff. Er ist Russlandbeauftragter der Bundesregierung und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses der SPD. Herr Saartroff, hat in Russland gerade eine zutiefst undemokratische, unfaire Wahl stattgefunden und die Welt hat weggeschaut? Ob die Welt wegschaut, das stellt sich ja in den nächsten Wochen und Monaten noch raus. Aber die Vorkommnisse im Vorfeld der Wahl, die lassen schon nachdenklich stimmen. Also die Zahlungen an Militärs und an Rentner, die Frage, wie in öffentlichen Medien die Parteien dargestellt worden sind, aber auch andere Dinge, die jetzt sozusagen über Golos nochmal bekannt werden, die stimmen nachdenklich, keine Frage. Ja, aber im Grunde, Sie haben selber ein paar Sachen erwähnt, auch die Wahlkommission Golos, die Sie gerade erwähnt haben, die hat allein fast 4000 Berichte über Wahlbetrug gezählt. Also im Grunde kann der Kreml doch machen, was er will, oder? Na, es ist sehr schade, dass Russland die Rahmenbedingungen für die OSZE so setzen wollte, dass es keine offizielle OSZE-Wahlbeobachtung gibt. Und das in Zeiten, wo Russland Mitglied des Europarates ist und sich eigentlich zu freien und fairen demokratischen Wahlen verpflichtet hat. Herr Saartroff, darf ich da einmal kurz einhaken, bitte, Herr Saartroff. Nach meinen Informationen waren nur 6 OSZE-Beobachter zugelassen in einem so großen Land wie Russland. Hatte man da nicht die Möglichkeit, darauf zu drängen, dass doch mehr Beobachter zugelassen würden? Na, es war so, dass die OSZE selber festlegt, unter welchen Rahmenbedingungen Wahlbeobachtermissionen stattfinden. Und es war so, dass über 200 vorgesehen waren von der OSZE, dann Russland aber mit Gründen Corona und so weiter nur 60 zugelassen hat. Und das hat die OSZE dazu bewogen, überhaupt gar keine offizielle Wahlbeobachtung in Russland durchzuführen. Und das ist umso bedauerlicher, weil Russland eben Mitglied des Europarats ist und eigentlich verpflichtet ist, sich selber verpflichtet hat, auch zu freien, fairen Wahlen. Mit welcher Staatsform, würden Sie sagen, haben wir es in Russland zu tun? Kann man das noch als parlamentarische Demokratie bezeichnen? Hat das neu gewählte Parlament tatsächlich eine unabhängige, kontrollierende Funktion? Also das System ist so, dass es eine unabhängige, kontrollierende Funktion haben soll, aber es darf durchaus Bedenken angemeldet werden dazu. Mir ist aber wichtig, dass über das, was in den Wahlen stattfindet, auch trotzdem noch die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland möglich ist. Dass vor allen Dingen, was zu einer Demokratie dazugehört, die Zivilgesellschaft frei arbeiten kann. Und es gibt gerade wirklich eine schwierige Situation, was die Zivilgesellschaft in Russland anbetrifft. Das heißt, dass wir Organisationen haben, die gelistet sind. Selbst Golos als Wahlbeobachtermission ist gelistet. Das heißt, sie werden als ausländische Agenten gebrandmarkt und werden in ihrer Arbeit massiv beeinträchtigt. Das betrifft sogar Organisationen, die im Petersburger Dialog aktiv mitarbeiten. Und das ist eine Situation, die wir so natürlich nicht akzeptieren können. Sie haben die Zivilgesellschaft angesprochen, die man stärken sollte, damit sie sich auch kritisch äußern kann. Sie sind Russlandbeauftragter der Bundesregierung. Hat sich Deutschland denn mit dem Festhalten an Nord Stream 2 zum Beispiel selbst in eine ziemlich defensive Position gebracht gegenüber Russland und eigentlich kaum Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, die Zivilgesellschaft oder andere Verstöße gegen Menschenrechte darauf hinzuwirken, positiv? Na, ich würde mal sagen, dass das eine mit dem anderen nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Ich glaube nicht, dass die NGOs dann tatsächlich nicht gelistet worden wären, wenn wir Nord Stream 2 nicht gebaut hätten. Aus einer energiepolitischen Perspektive heraus brauchen wir auch feste Verbindungen mit Russland, denn das Potenzial an erneuerbaren Energien in Russland ist riesig. Und wir werden die Klimakrise nur lösen können, indem wir kontinentaleuropäisch auch sehen, welche Ressourcen wir haben und wie wir zusammenarbeiten können. Mein Votum ist immer, lass uns miteinander zusammenarbeiten, um die Dinge, die nicht in Ordnung sind, auch offen ansprechen zu können. Wenn wir gar keine Verbindungen mehr zueinander haben, dann ist es auch nicht möglich, Missstände anzusprechen. Missstände werden angesprochen, aber wenn wir jetzt die Krim nehmen, das Beispiel Syrien, das Beispiel Belarus, das Beispiel Nawalny, Russlands Beziehungen zu den Taliban in Afghanistan, würden Sie dieses Ansprechen, wie Sie sagen, im Dialog bleiben? Ist das erfolgreiche Politik? Bewirkt das irgendetwas?
Ich kann verstehen, dass der ein oder andere vielleicht ungeduldig ist. Und das höre ich auch ein Stück weit aus Ihrer Frage heraus. Ich will auch nicht sagen, das sei alternativlos. Aber es ist meine Aufgabe, Menschen in Verbindung zueinander zu bringen, Verständnis miteinander zu bekommen, dass man sich gegenseitig vertraut und dass es möglich ist, dass die Menschen in Russland, aber auch in Deutschland miteinander eine gute Zukunft aufbauen. Und da macht es Sinn, die Dinge herauszufinden, an denen wir gemeinsam Interesse haben. Und sowohl Russland als auch Deutschland hat großes Interesse daran, dass die Folgen des Klimawandels möglichst abgeschwächt bleiben, dass wir eine Antwort haben darauf, wie wir künftig Energie produzieren und wie wir gemeinsam auch dafür sorgen, dass unsere Kinder und Enkelkinder noch eine lebenswerte Grundlage haben. Sagt Johann Saathoff, Russlandbeauftragter der Bundesregierung und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses von der SPD. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne.